fertig. Mach los. David von der letzten Generation. Sie haben sich gerade auf der Pippinstraße in Köln festgeklebt. Was ist der Grund? Der Grund ist, dass das Mittel des friedlichen zivilen Widerstands unsere beste Chance ist, darauf hinzuwirken, dass endlich wirksame Klimaschutzpolitik betrieben wird, da wir uns bereits jetzt im akuten Klimanotfall befinden und die Regierung oder die Regierungen, sowohl Bundes- als auch NRW-Landesregierung, offensichtlich nicht bereit sind, ernst zu machen mit dem Klimaschutz. Die zwei Forderungen sind ja, glaube ich, geblieben, Tempo 100 und 9-Euro-Ticket sind die zentralen Forderungen. Was sind die Forderungen Richtung Lützerath, wo es ja auch durchaus jetzt um die Räumung geht? Wir verbinden jetzt keine eigenen Forderungen mit Lützerath, aber wir sind dankbar für den Widerstand und Protest, der in Lützerath stattfindet, und unterstützen ihn. Haben das auch hier in unserem Aktionsbild zum Ausdruck gebracht mit gelben Xen, die leider zum Teil jetzt schon entfernt wurden. Ja, was in Lützerath passiert, ist eine Katastrophe für uns alle. Da wird das Dorf, soll weggebaggert werden, um die Kohle darunter wegzubaggern. Menschen verlieren ihr Zuhause, aber letztlich geht es dabei um das Zuhause von uns allen. Es geht darum, dass mit dieser Art von Politik unsere Erde auf Dauer für uns Menschen unbewohnbar sein wird. Sie haben sich festgeklebt. Ich glaube, Ihre Mitstreiterinnen, die hier sitzen, die anderen vier nicht. Warum nicht? Um eine Rettungsgasse bilden zu können, wenn Rettungsfahrzeuge kommen und vorbei müssen, dann können die Personen einfach aufstehen und den Weg freimachen. Und ja, das sind einfach Sicherheitsgründe. Wir wollen ja niemanden hier wirklich schädigen. Jetzt gab es gleich zu Beginn, kam ein Mann, hat versucht, sie wegzureißen, auch ihre Mitstreiterinnen. Das ist ja schon sehr aggressiv. Ihr Rucksack wurde auch, glaube ich, gerade mehrere Meter weggeworfen. Können Sie das verstehen, dass da Menschen so wütend sind, oder finden Sie das sehr übergriffig und hätten auch eine Forderung an die Polizei, dass sie die dann schützt in dem Moment? Also er hat nicht versucht, mich wegzureißen. Das wäre jetzt wirklich falsch. Also er hat mir die Mütze weggerissen und den Rucksack und ich glaube anderen Personen hier. Mir auch das Banner und so. Natürlich ist das nicht schön für mich oder für uns alle, dass Menschen sich gestört fühlen, dass Menschen sauer darauf reagieren. Das ist verständlich. Damit rechnen wir vorher auch. Klar, diese Art der Aggression, wie gesagt, ich will da jetzt irgendwie über niemanden den Stab brechen, und ich kann jetzt auch schwerlich von der Polizei fordern, dass sie mich in der Situation schützt, weil sie war ja auch noch gar nicht vor Ort. Also, ja. Ich fand, das war noch absolut im Rahmen. Ja. Durch Ihre Blockadeaktionen, wir werden entsprechende Maßnahmendienste treffen, Personal sind ja schon festgestellt, und deshalb jetzt die Aufforderung, gehen Sie bitte von der Straße runter, wenn Sie das nicht freiwillig machen, machen Sie das. Wollen Sie das gleiche?